Hallo mit O und 3S. Ich grüße dich. Du, wir sind heute mal wieder hier im Büro und jetzt wird wahrscheinlich der ein oder andere schon gleich die Frage stellen, warum sind denn die Geräte hier hinten alle aus und es ist dunkel in diesem Raum? Und ich kann dir sagen, in diesem Raum steht ja nicht nur das und nicht nur das. Es gab auch den einen oder anderen, der mich gefragt hat, Nils, könntest du einfach mal deinen Schreibtisch zeigen, deinen Computer und diesen wunderschönen Schrank, wo dein Netzwerk und dein Ton drin ist? Und das machen wir heute. Wir machen heute keine Rig-Tour. Nö, wir machen heute eine Schreibtischtour. Und die fällt ziemlich simpel aus, würde ich sagen. Also lasst uns doch mal zum Schreibtisch gucken. Und wenn wir uns jetzt hier vor den Schreibtisch stellen, dann sehen wir das da. Das ist der Platz, an dem wir meistens den Stream beginnen oder mal was anderes machen außer Razen. Und wir gehen mal ganz kurz ein bisschen ins Detail. Wir haben jetzt hier mein Mischpult. Da gehen wir gleich nochmal rüber, das zeige ich euch gleich mal. Da ist die Software drauf vom Soundcraft. Hier ist mein Bildschirm hochkant mit dem Chat drauf. Mein trusty Zollstock, man braucht ihn immer mal. Ist übrigens nicht meiner. Dankeschön an dieser Stelle an Wenzel Washington, der ihn hier vergessen hat. Hier ist noch so ein bisschen Kleinkram rum. Meine Stream Decks sind hier drauf. Ich habe einmal das große XL und das Stream Deck Plus. Hier ist so ein bisschen Licht drauf, um die Lampen an- und auszumachen, die Keylights an- und auszumachen und ein bisschen den Ton abzumischen, damit ich auf dem Streaming-PC noch ein bisschen mehr Kontrolle habe über die ganzen Sachen, die da passieren. Mein mittlerer Bildschirm, der kommt euch wahrscheinlich bekannt vor. Das ist genau derselbe wie der Triple Screen, den ich damals hatte. Meine gute alte 6400 von Sony mit dem Sigma 1.4, 16 mm. Der obere Bildschirm ist einfach nur mit Discord versehen, die Lampen. Und hier ist meine OBS drauf mit den ganzen Alerts, meine Szenen etc. pp. Man kennt's. Das Übliche. Diese Bildschirme hier sind super alt. Das sind so eine Office-Monitore von BenQ. Full HD, hat nichts Besonderes, 60 Hertz. Einfach nur stinknormale Panels. Die haben mich damals 88 Euro das Stück gekostet. Und die besitze ich jetzt schon seit vielen Jahren. Und die möchte ich ehrlich gesagt gar nicht austauschen, weil sie ihren Dienst tun. Sie sind schon ein paar Mal umgezogen. Hier kann man sehen, hier ist schon ein Kratzer drin im Panel. Aber she the girl, sie tun ihr Übriges. Meine gute Keychron-Tastatur liebe ich bis heute. Jetzt wird sich der ein oder andere fragen, warum hast du nur eine Tastatur, wenn du zwei Rechner hast? Ziemlich simpel, weil ich mit der Maus, also mit dieser, das ist meine Hauptmaus, wenn wir jetzt mal hier in der Mitte gucken, Moment, jetzt muss ich selber erstmal meine Maus finden. Wenn wir jetzt mal hier in der Mitte gucken, da ist meine Maus, kann ich hier links an den Rand gehen und komme da wieder raus. Und dann habe ich hier, wenn wir da mal gucken, kann ich da die Tastatur bedienen, als auch gleichzeitig hier. Das heißt, ich brauche nur eine Tastatur, deswegen habe ich nur die Keychron hier. Aber ich habe auch noch ein Failover, weil das Ganze läuft über Netzwerk, über Synergy habe ich das Ganze am Laufen. Und falls das mal ausfällt, habe ich hier unten dran, an der Stelle, noch einen Switch dran, der an beiden Rechnern dran hängt und kann dann sozusagen umschalten. Das ist halt meine Knightsford-Maus von Corsair. Liebe ich die Dinger. Geht in die Richtung von den alten Logitech-Mäusen. Liegen genauso in der Hand, finde ich großartig. Das ist die Backup-Maus, falls ich einfach hier immer nur mal ein bisschen was ändern muss. Mein MacBook liegt hier noch, mein altes. Das ist zum Musikspielen da. Und wenn ich mal offstream irgendwas oder außerhalb des Streams, also der Bildschirme, die ihr sehen könnt, irgendwas machen möchte, was Privates, mache ich das hier. Das ist mein Office-MacBook, mein kleines, was ich überall mit hinnehme. Das habe ich mir, glaube ich, vor einem Jahr oder so habe ich mir das mal angeschafft, damit ich unterwegs ein paar Bilder bearbeiten kann oder was schneiden kann etc. pp. Und mein ganzer E-Mail-Verkehr und der ganze private Stuff ist da drauf, damit das nicht auf diesen Rechnern ist. Alles weg. Hier laufen nur Spiele und Stream. Wenn wir jetzt mal hier runter gucken, dann sehen wir da den eigentlich neuen Streaming-PC, der noch in der Baue ist. Dann haben wir hier auf der Seite den alten und den neuen. Nee, nicht den alten, sondern der alte und der alte. Das ist der alte Gaming-Rechner. Der könnte mal wieder hier hinten ein bisschen entstaubt werden. Hier ist noch mein gutes Gigabyte-Board drin an der Stelle. Meine 6800 XT, einen 5950X und 32 GB Arbeitsspeicher. Soundkarte noch drin und das war's. Und da drüben, da ist natürlich richtig Action. Wie viele HDMI-Geräte wollen Sie an Ihren Rechner haben? Ziemlich viele. Das ist hier oben einmal meine 1650. Das ist die Grafikkarte. Dann haben wir unten den Camlink Pro. Darunter ist noch eine 4K 60. Da ist noch meine Magewell Capture-Karte drunter.
Und hier unten drunter ist noch meine Soundkarte. Da habe ich hier noch über einen Camlink selber noch eine Kamera angeschlossen. Und ich habe noch eine HD60 X, habe ich hier auch noch liegen von Elgato. Hier ist auch ein Gigabyte Board drin, ein X399. Designator X heißt das. Hier ist noch ein 1950 X von AMD drin, also die erste Ryzen. Und 64 GB Arbeitsspeicher. Das ist meine alte Hütte und das ist meine alte Hütte. Die habe ich schon ziemlich lange, bin sehr froh, laufen sehr gut. Ich liebe sie. Meine externe Festplatte, die ist immer überall mit unterwegs, wenn ich was machen muss. Und meine Steckdosenleiste, damit ich hier alles an diesem Schreibtisch separat anmachen kann. Falls ich nämlich mal was nicht brauche, kann ich es einfach ausmachen und dann verbrauche ich keinen Strom. Und jetzt wird sich der ein oder andere wahrscheinlich fragen, wie sieht denn mit der Kabellage unterm Tisch aus? Und da sage ich dir, relativ human. Wir haben jetzt hier ein bisschen aufgeräumt, die Steckdosenleisten haben alle ihren Zweck. Gaming-PC, Streaming-PC, Kamera und Licht und die beiden sind Sonstiges. Hier hängt so eine Schiene dran, unten drunter, das hängt alles unterm Tisch. Da unten geht alles in den Kabelkanal rein, hier unten geht es dann in die Kabelkanäle rein. Und das hängt dann alles hier so vom Boden weg. Wie man sieht, der Tisch ist schon wirklich sehr geflickt. Die Tischplatte ist 8 Jahre alt mittlerweile. Die hat schon ein bisschen was hinter sich. Hier ist da Löcher, überall sind Löcher drin. Aber es erfüllt seinen Zweck und es ist immer noch gut. Kommen wir doch einfach mal zu dem wildesten Part in diesem Raum, würde ich sagen. Wo sich der ganze Ton abspielt, mein Netzwerk drin ist, ganz viele Kabel sind und da viele Sachen zusammenlaufen von all diesen Maschinen. Den Streaming-PC habt ihr ja gerade gesehen, da wird das Bild gebündelt, also da kommt von hier das Bild an, von der Kamera. Und dem Rig-PC, von da kommt alles an, also das Rig selber, dass ihr da das Bild sehen könnt, die ganzen Kameras, die hier dran sind. Von diesem PC kommt da das Bild an. Und jetzt kommen wir zum Ton, weil wir wollen ja auch von allen Geräten simultan Ton haben. Wir haben an allen Plätzen hier Mikrofone hängen und Headsets, sodass du dich jederzeit zu jeder Sekunde hier hinsetzen kannst, egal wo, das anmachst und es sofort da ist. Gehen wir kurz mal gucken, wie wir das tontechnisch und netzwerktechnisch alles umgesetzt haben, rein in den Schrank. So, wenn wir uns jetzt hier mal diesen wunderschönen Schrank angucken, dann sehen wir da oben das Soundcraft, was so dermaßen voll ist, dass es schon nicht mehr feierlich ist. Jetzt wird der ein oder andere wahrscheinlich sagen, aber hier sind doch noch XLR-Buchsen frei. Ja, die sind frei, aber die laufen über USB, denn der Rechner da hinten ist über USB angeschlossen, dass ich da mehrere Sound-Devices sozusagen angeben kann und nicht Soundkarten einbauen muss. Das heißt, das, was ihr eben gerade oben auf dem Bildschirm gesehen habt, auf dem Schreibtisch, ist dieses Gerät, da kommt die Software dann mit. Hier unten, das ist mein Kopfhörerverteiler. Der kommt von hier oben, mit 2 Kabeln geht er raus, da unten rein, sodass ich auf allen Kopfhörern jeweils immer aussuchen kann, was die hören können und die jeweilige Lautstärke einstellen kann, wie man hier sehen kann. Plus, dass ich hier auch noch, wenn ich möchte, den Kanal umstellen kann. Denn ich habe, wenn ich Besuch habe, kommt hier oben nochmal ein Kabel raus und kann uns, also die Gäste oder die anderen Leute, die da sind, rausfiltern, sodass sie wirklich nur das Fahren hören oder Musik hören oder Musik wegfiltern können oder was auch immer. Und dafür ist das gedacht, dass man das dann hier einfach über die verschiedenen Spuren rausmachen kann. Dann haben wir hier drinnen noch 2 DBX. Die sind für die Mikrofone. Das sind die großen Headsets. Da kommt irgendwann noch mal einer rein für das Headset am Testrig, dass wir da das Mikrofon vernünftig einstellen können. Ziemlich simple Technik. 286S ist das von DBX. Schwöre ich drauf, 150 Euro. Super, super, super Dienste. Die Geräte habe ich schon seit vielen Jahren. Spitzendinger. Dann haben wir hier unten drin in der ganzen Wulst, wo dieses ganze Gehänge der Kabel, die hier beschriftet sind, reingeht. Und da liegen meine ganzen Audio-Converter drin. Dahinter kann man schon erahnen, was da für eine Party ist. Ist noch nicht endgültig. Wird noch ein bisschen anders gemacht und aufgeteilt. Der ist jetzt ziemlich voll. Aber hier liegen jetzt meine ganzen Audio-Converter drin. Wenn wir da jetzt mal auf den Boden gucken, kann man lesen, wofür die sind. Die sind halt Streaming-PC, Gaming-PC 1.2, Streaming-PC 1.2,
der Return, also dass hier auch wieder Ton zurückkommt. Das Test-Rig ist hier noch drin, der Main-Output ist noch drin und dann gehen hier die Mikrofone noch weg zurück in den PC, dass man auch nur das Mikrofon versenden kann. Ich habe hier unten auch so eine Steckdosenleiste, weil ich das total geil finde, Strom zu sparen. Und der ein oder andere wird jetzt wahrscheinlich lachen und sich sagen, verbrauchst du eh scheiß viel Strom. Das ist absolut korrekt, aber wenn ich Dinge nicht brauche, sind sie bei mir nicht an. Und deswegen habe ich auch hier so eine Steckdosenleiste drin und kann hier alles aus- und anmachen. Dann haben wir hier so eine Netzwerkkabelführung und darunter, wenn wir ein Stück zurückrutschen, da ist jetzt mein Netzwerkswitch drin. Der ist nur für diesen Raum. Da sind alle Geräte angeschlossen, die zu diesem Raum hier gehören. Und mein Wireless LAN Access Point ist da auch noch drin. Und ganz unten, da wo es blinkert, also hier, da ist mein NAS drin, also NAS. Entschuldigung, Andreas. NAS für Festplattenspeicher im Netzwerk, weil ich speichere nichts auf meinen Rechnern. Das ist alles da drauf und davon wird das nochmal gebackupt. Also hier ist noch genug. Und dann gibt es hier zwischen nochmal eine Spalte, die ist ganz versteckt. Wenn wir mal die Kabel wegnehmen, da liegen meine Bridges drin. Ich habe von Ikea die Bridge, von Hue die Bridge und dann habe ich noch zwei Raspberry Pis da drin liegen. Da ist einmal mein Home Assistant drauf für Geräte, die mit Apple nicht funktionieren, mit dem HomeKit. Die schleuse ich so dann ins HomeKit ein, dass ich sie steuern kann. Und dann habe ich noch mal einen Raspberry Pi, der ist dafür da, dass wir quasi einen Pi-Hole haben, um unnützen Scheiß aus dem Internet rauszufiltern. Da geht es nicht um Werbung, sondern um Versenden von irgendwelchen Statistikdaten etc. pp. Vom PC. Das filtert das ganze Ding da weg und deswegen ist er da. Dann haben wir hier an der Seite noch eine Backup-Batterie, eine UPS. Ich musste gerade wirklich überlegen. Wir haben hier noch eine UPS stehen. Die ist einfach nur dazu da, dass das NAS nicht einfach tot ist, wenn der Strom wegfällt, weil das nicht so gesund ist für die Festplatten. Und wir zumindest, wenn irgendwas passiert, alle Geräte hier nochmal in Ruhe ausmachen können. So viel zu diesem Gerät. Das hält ungefähr, wenn wir es wirklich brachial ausreizen, 30 Minuten. Und das reicht in der meisten Zeit, dass Strom wieder da ist oder dass man die Geräte wieder ausgemacht hat. Jetzt kommen wir aber mal zu dem wahrscheinlich schönsten, neuesten Anbau. Ich weiß gar nicht, ob man das hier sehen kann. Ja, da hinten kann man sehen. Da hängen jetzt nämlich ein paar Lüfter drin, damit es hier im Sommer ein bisschen besser belüftet ist. Aber das gucken wir uns mal von hinten an. So, wenn wir das jetzt hier ein bisschen aufschieben, mehr geht nicht wegen den Kabeln, sieht man hier oben, genauso wie am Rig bei mir, sind die Steckdosenleisten dran. Das sind vier Stück, die sind auch alle getrennt. Das ist Ton 1, Ton 2, Ton 3. Da sind nur noch ein paar Steckdosen frei, falls ich irgendwann später mal diesen Schrank noch weiter ausbauen möchte. Und hier sieht man die wunderschönen Lüfter. Das sind so welche, die ich noch im Schrank hatte. Da hinten sieht man jetzt den Noctua-Lüfter. Hier in der Mitte sind zwei kleine von Be Quiet. Und hier ist nur einer von Corsair. Und hier laufen einfach jetzt die ganzen Kabel rein. Und das ist auf jeden Fall noch nicht, und ich wiederhole, das ist noch nicht endgültig. Das ist hier noch eine Baustelle. Das muss noch mal ein bisschen angepasst werden und ausgebaut werden. Denn der Schrank wird so nicht bleiben. Da wird es noch mal eine zweite Version geben und noch einen zweiten Schrank dazu. Und das ist mein Access Point, der für die ganze Bude WLAN macht. Ist von Ubiquiti. Spitzending, reicht bis draußen auf dem Parkplatz. Geiles Teil. So, das ist jetzt fernab von dem ganzen Racing-Kram noch mein Arbeitsplatz, den ich so nutze, plus den ganzen Ton, der hier noch verbaut ist und Video und den ganzen Kladderadatsch. Falls dich das interessiert hat, freut mich das auf jeden Fall. Und das könntest du eventuell honorieren mit einem Daumen nach oben oder Daumen nach unten. Ich würde mich sehr freuen, wenn du mit dem Video interagierst. Mir noch einen Kommentar schreibst, das würde mich auch sehr freuen. Und dann kannst du das Video deinem Hund zeigen, deinem Hamster und dem Rest deiner Familie, damit das hier die Welt sieht. Dankeschön für deine Zeit. Ich wünsche dir einen unglaublich schönen Tag. Lass es dir gut gehen. Bis denn, Dansen.